Ja, herzlich willkommen, dass ihr beide da seid. Wir freuen uns auf euren Talk und ich würde euch Vorstellungen und alles Weitere überlassen. Dann habt ihr gerne möglichst viel Zeit. Ich bin heute der Bad Guy, um auf die Uhr zu gucken. Das kennt ihr aus den anderen Talks. Deswegen werden wir uns so ein bisschen gegenseitig sagen, gleich sind wir fertig und so weiter. Viel Spaß und danke, dass ihr da seid. Dankeschön. So, die Uhr läuft. Also wenn ihr einen guten Vortrag halten wollt, da gibt's da hören wollt, da gibt's da hinten ein paar richtig spannende Sachen. In der Ankündigung war ja irgendwas von unterhaltsam, stand im Text, ne? Naja. Also so war das mal geplant am Anfang. Ja, und Anfang des Jahres haben wir gesagt, ja, wir könnten ja mal einen Vortrag halten auf der Tools for Agile Teams und dann irgendwie so einen Vortrag, der wenig Arbeit macht. Ach, wir erzählen so ein paar Geschichten von den Dingen, die wir die letzten 5, 6 Jahre erlebt haben. Ja, fängt man dann so an. Sozusagen aus dem richtigen Leben. Echtes Leben. Scaled Agile Implementation Challenges. Findings from the Field. Richtig schön langweilige Titelfolie. Dann, ja, wer soll den halten? Große Kugel, wer bleibt am Ende übrig? Ja, also 10 Leute haben sich gemeldet, ja, und 2 sind nicht rechtzeitig weggekommen. Das ist die Veronika, das bin ich. Veronika, magst du dich kurz vorstellen? Ich bin Veronika, überraschenderweise. Ich bin noch gar nicht so lange bei Kegon. Ich bin jetzt gerade mal ein gutes Jahr dabei, aber ich habe Kegon kennengelernt auf der Kundenseite. Also Felix war mal mein agiler Berater von Kegon für eine Safe-Implementierung. Und das hat so weit gewirkt. Das war so gut. Ja. Wir werden gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber irgendwann habe ich gedacht, so halbfertig, halb gar, wie ich das manchmal erlebt habe, dann eben da, wo ich war, mag ich das nicht weitermachen und mag es eigentlich treiben, dass es besser sein könnte. Und deshalb habe ich die Seiten gewechselt. Nach vielen, vielen Jahren IT-Erfahrung bin ich jetzt in einem Beratungshaus für agile Methoden. Ja, genau. Und auf diese Themen, die man da so erlebt, da kommen wir jetzt ja gleich zu sprechen. Ich bin schon ein bisschen länger bei der Kegon, kümmere mich seit 2012, 2013 um das Thema Scaled Agile, da mit der Vertiefung Safe, aber ich habe auch solche Sachen genossen wie den Craig Lahman im Less. Wer da einmal beim Craig Lahman war, der weiß, das ist wirklich ein Erlebnis, ja, wenn er dir die Welt erklärt. Ja, und 2013 die ersten Safe-Implementierungen im deutschsprachigen Raum und ich gebe auch jede Menge Safe-Trainings. Da ist man ein bisschen hin und her gerissen zwischen halte dich ganz nah an der Theorie, weil sind die Dinge ja auch stimmig, oder zeige, dass es einfach nicht ganz so einfach ist in der Realität. Ja? Und dann braucht man einfach Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Das ein paar Infos zu Kegon, also sehr früh schon auf Scaled Agile, bei vielen Sachen rund um Safe First Mover im deutschsprachigen Raum. Viel mehr möchte ich jetzt da auch nicht zu sagen. Wir sind aus Wiesbaden. Richtig. Genau. Ja, genau. Also und hier wir Heimspiel. Haben so im CI orange. Genau, also CI hier. Bin auch voll gebrandet. So, also hier langweiliges und dann haben wir gedacht, wir gehen auf die Piste, wir müssen Dinge machen und eigentlich sieht das immer so aus. Ja. Also anstatt hier eine gepflegte Autobahn, wir gehen ja zu Konzernen, ja, da geht es um viele Menschen, da geht es um große Dinge bewegen. Da denkt man eigentlich so ein ordentlich ausgebautes Wegenetz und dann kann man loslegen, wir können auf Dinge zurückgreifen, aber meistens enden wir dann doch so, ja, irgendwo in der Grube, um zu gucken, was können wir denn möglich machen. So, und jetzt gucken wir da ein bisschen genauer rein, das ist der Plan für heute, Kontext, dann ein paar Findings von der Veronika. Dann erzähle ich noch ein paar Geschichten und mit ein paar Anmerkungen, auf was man achten sollte. Und dann ist dummerweise die Zeit schon rum. Eigentlich bin ich hinten dran. Ich bin viel zu langsam. Hier, agil ist einfach, oder? Scheint so. Ja. Scheint so. Das wisst ihr alle. Ihr könnt das Scrum auf den Bierdeckel packen, aber es dann zu machen und gut zu machen, ist eine andere Frage. Ja? Das kennt ihr auch aus anderen Präsentationen. Sehr häufig fokussiert man da auf Dinge überhalb der Wasserlinie, irgendwelche Praktiken und irgendwelche Strukturen. Und
Das ist ja auch das Attraktive am Safe. Du kannst da hingehen, kannst dann da draufklicken und sagst, das ist das Produktmanagement, das ist ein PI-Planning, das ist ein Agile Release Train. Und was halt eigentlich immer vergessen wird oder was nicht wirklich berücksichtigt wird, sind all diese anderen Dinge, also diese Haltung, die Prinzipien, die Werte, auch die Bedeutung von Lernen auf allen Ebenen. Da haben wir jetzt gerade keine Zeit zu. Wir müssen ja irgendwie einen Kundentermin halten. Machen wir jetzt mal irgendwie ein PI-Planning und wir nennen das, was wir da haben, Agile Release Train und dann kleben wir oben dran Safe. Also wir referenzieren jetzt in dem Vortrag sehr viel mit Safe, weil wir da einfach am meisten Erfahrung haben. Ihr könnt es mit den anderen Skalierungsmethoden auch so machen. Ja? Es gibt dann diesen Rahmen und dann sagt man, ups, wir pressen es in den Rahmen rein und dann zack, Überschrift rein. So, ja. Das ist schön. Du hast ganz schön Speed drauf. Ich wollte eigentlich auch noch was sagen. Ja, dann mach doch. Was natürlich auch einfach dazu führt, dass wir vor allen Dingen auf dem oberen Level unterwegs sind, ist, man braucht Erkenntnisse, um da unten zu verstehen, wie ist das Mindset eigentlich? Also nicht nur, wie ist es beschrieben, sondern wie tickt das hinten dran in meinem Kopf, damit ich es wirklich anwenden kann? Das Thema Erkenntnisse ist für mich ein ganz wesentlicher Teil geworden in dem Verstehen, warum funktioniert das oftmals nicht so gut. Genau. So, und wenn man sich halt beginnt, mit dem Thema Agilität zu beschäftigen, fängt man meistens hier Greenfield an. Also, ja, wir brauchen ein lieferfähiges Team. Das Team ist lieferfähig. Das Team weiß auch, der Product Owner im Team weiß, was das Produkt ist und kann da den Wert definieren und dann zack, cross-functional und kann liefern und das Haus ist gefüllt und alle sind glücklich und zufrieden. Und es gibt auch den einen oder anderen Kontext, wo das so funktioniert. Ja, da braucht man dann nicht mehr Klimbim drumherum machen, sondern das ist dann der Weg, den man wählen sollte. Wenn wir gucken, auf was wir stoßen, wenn wir da den typischen deutschen Konzern besuchen, ist eher das, ja. Also irgendwo hier und dann sind auch nicht irgendwie 3, 4, 5 verschiedene Fachrichtungen gefragt, sondern das ist hochspezialisierte Personen kümmern sich da um bestimmte Dinge. Man hat verliert den Überblick, wie da eigentlich die Wertschöpfungsketten sind und wer wie zusammenarbeiten soll. Und das ist ja eigentlich die erste große Herausforderung, das mal zu sortieren. Ja, wo welche Organisationsteile miteinander arbeiten müssen, dass überhaupt Wert erzeugt wird. Da kommen wir im dritten Teil, gucken wir uns das noch mal ein bisschen genauer an. So, wenn wir sagen, okay, es sind dann halt viele Leute, dann machen wir hier diese naive Skalierung. Das kommt vom Tools for Agile Teams Vortrag vor 3 Jahren. Ja, Scrum einfach, können aber nicht 30 Leute ins Scrum-Team reinstecken. Ja, explodiert die Kommunikation. Also machen wir Scrum auf Scrum. Das war ja diese erste naiven Skalierungsansatz. Funktioniert auch für bestimmte Sachen, wenn es darum geht zu synchronisieren. Das reicht, also wenn ihr diese Fragestellung habt, ja, wie sieht ein Alignment aus und weitergehende Prozesse, reicht halt das Scrum of Scrum als Event nicht aus, ja, oder als Prozess. Dann müsst ihr mehr denken, dann kommen halt diese ganzen Frameworks um die Ecke und sagen, ah, da gibt es halt so ein paar Ideen, probiert die doch mal bei euch aus. So, das Problem ist hier, es geht hier an der Stelle nicht nur darum zu synchronisieren, weil in vielen Fällen arbeiten wir halt an hochkomplexen Produkten, ja, wo die Einzelteile ineinander greifen müssen. Wenn jetzt hier das Team, was für dieses Zahnrad verantwortlich ist, ins Stocken kommt, dann bleibt das ganze Ding stehen. Und das ist das Problem. Das hat immer Kaskaden, die sich dann durch die ganze Organisation entwickeln, wenn sich irgendwo was verändert. Ja. Und das gibt es ja auch schon länger. Ja, wir wollen ja irgendwelche Dinge bauen. Ja, so ein Turm zum Beispiel, brauchen wir verschiedenste Experten. Und ist dann irgendwie so, ja, da muss man aufpassen, dass sie miteinander reden können. Weil wenn die sich nicht verstehen, dann könnt ihr die besten Ideen haben, die kriegt ihr nicht realisiert. Ja, und jetzt kann das so eine inhaltliche Fragestellung sein, aber wenn wir jetzt hier über die, wie wollen wir uns denn organisieren, reden, dann geht es halt auch darum zu sagen, ja, boah, was ist eigentlich die Sprache, die wir nutzen, um über unsere Organisationsform zu reden. Das hört sich jetzt trivial an, aber das ist wirklich ein ganz, ganz großes Hindernis und es ist auch ein ganz großer Vorteil von den Standard Skalierungsframeworks und sagen, okay, da ist es, lest das Buch, dann hast du die Sprache. Ob du es dann so machst, ist eine ganz andere Fragestellung, aber du kannst mal drüber reden. Das ist auch so diese Argumentation, die wir platzieren bei einem Kunden. Ja? Also nicht wohl an, lasst uns hinabsteigen und dort verwirren ihre Sprache, dass sie nicht verstehen, einer die Sprache des anderen. Und das erleben wir aber in der Praxis. Immer machen wir Spotify. Ich sehe da auch Leute grinsen, die betroffen sind. Eigentlich Scrum reicht, oder? Brauchen wir nicht mehr. Aber eigentlich ist Kanban viel besser. Ja. So, wie auch immer. Ne? Also der Punkt ist, ihr müsst einen Weg finden, wie ihr miteinander reden
könnt und euch unterhalten könnt, damit ihr überhaupt zum Kern der Probleme vorstoßen könnt. Ne? So, und jetzt wird die Veronika uns einen Einblick geben, auf was man da so typischerweise stößt. Genau. Also es scheint ja erstmal so zu sein, dass es relativ einfach ist, dann die Prinzipien und Praktiken, die wir so auf der Teamebene haben, einfach eine Ebene quasi oben drüber oder unten drunter, je nachdem, wie man das Modell drehen will, zu installieren, und dann wird es schon gehen. Aber wir erleben echt ein paar komische, überraschende Dinge draußen, die zum Teil sehr schmerzhaft sind. Nicht für uns letztlich als Berater, sondern, also wenn ich wieder zurück in meine Rolle als mal Kunde von Kegel, und auch für mich war das sehr schmerzhaft, diese Strukturen zu erleben und mich da drin gefangen zu erleben. Es gibt ja aber auch Beraterkollegen, die sich dann auch Schmerzen zufügen, also mitleiden. Ja? Dann gibt es dann diese Managementrunden und dann sitzt man da und dann geht der Kopf so. Was macht ihr da eigentlich? Und das war dann schon nachts um 11 oder so. Ja, da kommen wir aber auch gleich nochmal dazu. Also, was habe ich denn gesehen, was wollte ich euch denn erzählen, um das zu illustrieren, was wir da eigentlich erleben und wo ist denn da eigentlich der Schmerz? Ich war also beim Kunden eingesetzt, die hatten sich ganz viel Mühe gegeben mit einer agilen Transformation, hatten auch 2 oder 3 andere Beratungsfirmen im Haus bereits, bevor wir kamen, und hatten so eine agile Transformation aufgesetzt, hatten sich ihre Customer Journey angeguckt, hatten Customer Journey Teams aufgesetzt und dazu in der IT Plattform Teams, die orthogonal dazu arbeiten. So, ne? Das sind die Journey Teams und das sind die Plattform Teams oder andersrum, je nachdem, wie man es drehen will. Und das hat dazu geführt, dass jeder PO aus diesen agilen Business Teams für jede Anforderung, die er an die IT hatte, mit mindestens 3 Proxy-POs in diesen Teams reden musste. Und umgekehrt, dass jeder PO, Proxy-PO in diesen IT-Teams, mit 7, 8, 10 POs darüber reden musste, was er im nächsten PI tun soll, in der nächsten größeren Iteration tun soll. Natürlich explodiert dabei völlig der Kommunikationsaufwand. Was passiert ist, bevor die mit uns in so einen größeren Rhythmus, nämlich in den PI-Rhythmus, der laut Safe irgendwo zwischen 5 und 7 Sprints groß ist, gegangen sind, ist, dass sie wirklich nur gesprintet sind. Die wussten nachher nicht mehr, wo ist welche Anforderung, in welchem Zustand ist die realisiert, ist die getestet, ist die in Produktion, wer hat da eigentlich noch was zuzuliefern, wer muss das abnehmen. Das war überhaupt nicht mehr transparent. Viel Energie in eine agile Transformation, in Sprints gearbeitet, das totale Chaos. Der kritischste Manager stand dann auf einem PI-Planning irgendwann bei, ich bin total zufrieden mit dem Plan, auch wenn der noch nicht so besonders gut war und eigentlich nicht das erreicht hat, was er haben wollte, weil er gesagt hat, das ist der beste Plan, den ich bisher gesehen habe, weil vorher hatten wir überhaupt keine Pläne mehr, es war das pure Chaos. So, und natürlich erzeugt das einen unheimlichen Druck auf die Leute. Also die Kommunikationskosten sind hochgegangen, Transparenz war miserabel und eine Vorhersagbarkeit, wann liefern wir eigentlich was, wir wollen ja konkurrenzfähig werden, gegenüber dem Markt war überhaupt nicht mehr gegeben. Gar nicht mal so untypisch. Anderes Beispiel. Auch große agile Transformation angedacht für auch das Produkt weiterentwickeln. Interne Berater haben diese Schulung besucht und sagen, okay, ich habe verstanden, es braucht stabile Teams. Und die Conclusio war, jeder Mitarbeiter arbeitet dann eben in mehreren stabilen Teams. Nicht agile, stabile Teams. Und die Idee war, in mehreren stabilen Teams. Als ich das gesehen habe, habe ich immer gedacht, das kann doch, wenn, echt? Irgendwas ist da gar nicht verstanden worden. Und das war wirklich, wirklich der Plan. Die haben ganz viel Zeit darin aufgewendet, das zu überlegen, wie das gehen könnte, weil sie halt permanent irgendwie in allen möglichen, lauter Experten in allen möglichen unterschiedlichen Teams, das war die Lösung. Aber es führt natürlich dazu, dass die Konflikte, die dadurch entstehen, dass ein Mitarbeiter in mehr als einem Team ist, die bleiben halt bei dem Mitarbeiter. Der muss das dann alleine auflösen. Pech. Mitarbeiterzufriedenheit wird dann eher schwierig. Vorhersagbarkeit, Lieferfähigkeit und so ist wieder genauso schwierig. Ne?
Und das hat auch wieder diese Kaskaden, wenn der Einzelne diesen Konflikt auf linksrum oder rechtsrum löst, hat das immer Auswirkungen auf alle anderen. Also mit strukturiertem Arbeiten, geordnetem Arbeiten hat das alles nichts zu tun. Für mich hat Agilität ganz viel mit Ordnung und Takt und Struktur zu tun und Vereinfachung, Reduzierung, WIP-Limit, also Work in Progress zu reduzieren auf, ich konzentriere mich auf das eine, Start, Stop Starting, Start Finishing, wirklich bei einzelnen Teilen zu bleiben. So, die Idee, die daraus entsteht, ist dann irgendwie im Konflikt damit. Was haben wir noch gesehen? Ein Unternehmen, was wirklich die Autonomie der einzelnen Teams als sehr, sehr hoch schätzt, als sehr wichtig erachtet, hat sich entschieden, diesen Teams auch Architekturentscheidungen zuzubilligen. Das heißt, jedes Team, relativ autonom, wenig synchronisiert mit den anderen, entscheidet über Architektur. Das heißt, in jedem Team stimmt die Perspektive auf die Architektur schon, aber die arbeiten dummerweise an einem Produkt. Schwierig. Also es kam mir wirklich so vor wie so ein Escherbild, ne? Wenn ich, egal wie rum ich das drehe, jeweils für die einzelne Perspektive stimmt es, insgesamt stimmt es überhaupt nicht. Und ich habe wieder diese Faktoren von Kommunikationskosten explodieren, Transparenz wird immer weniger, Vorhersagbarkeit wird immer weniger und letzten Endes wird auch noch das Produkt schlecht, das wird wenig robust. Und natürlich ist der Ansatz irgendwie zu sagen, die Mitarbeiter machen es irgendwie nicht gut genug. Ich muss umstrukturieren, damit die Kommunikation zwischen den Teams reduziert wird. Ich habe dann irgendwann mal böse gesagt, es ist gelungen, die reden nicht mehr miteinander. Das wollen wir eigentlich vermeiden, genau sowas. Wir wollen eigentlich, dass die synchron auf ein, aligned, auf ein Produkt, auf ein Ziel hin zusammenarbeiten. Aber so Sachen sehen wir tatsächlich in der Praxis. Das sieht jetzt so irgendwie schräg aus, wenn man es zusammendampft. Aber wir erleben das dauernd. Also da ist ja das Anti-Pattern. Zu dem Anti-Pattern ist ja der Elfenbeinturm. Ne? Und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ne? So, und das ist tatsächlich real life aus dem, wo wir uns kennengelernt haben. Das kann man, ist alles inzwischen überholt, Gott sei Dank. Von daher kann man das auch zeigen. In diesem Kontext haben wir versucht, quasi Projekte in einen agilen Release drehen, also in miteinander synchronisierte agile Teams zu packen. Aber innerhalb der Projektgrenzen. Das heißt, wenn ich da irgendwo ein Feature, ein Stück realisieren will, habe ich immer ein bisschen Abhängigkeiten nach außen. Ist der da, ne? Weiß ich nicht. Also hier kann man wunderbar diese Abhängigkeiten sehen. Also ganz spannend ist auch, wir machen natürlich Vorgespräche und heißt ja, das mit den Abhängigkeiten ist jetzt nicht das große Problem bei uns. Nur die Teams liefern halt nicht. Genau. Also. Genau. Und in dem PI-Planning, was halt eins von den Pattern in Safe ist, dass man einmal in diesen 5 bis 7 Sprints einmal miteinander mit allen zusammen plant, so wie in Sprint-Planning auch stattfindet, da sieht man das auf einmal, dass das halt ganz hohe Abhängigkeiten hat. Damit irgendjemand liefern kann, müssen alle Pläne aufgehen. Das ist aber eigentlich auch nicht, was wir wollten mit Agil. Wir wollten irgendwie 80-prozentige Sicherheit, dass wir das liefern können, wäre genug. Wenn es aber dann immer alles funktionieren muss, dann sind wieder diese Kaskaden, die dann an Veränderungen entstehen. So, und genau das hatten wir dann auch. Explodierende Abhängigkeiten, explodierende Kommunikationskosten. Es ist immer dasselbe, was hinten rauskommt. Ne? Immer wieder diese Struktur oder diese problematischen Strukturen führen dazu, dass die Kommunikation wahnsinnig hochwertige Kommunikationskosten, dass die Transparenz immer weiter reduziert wird, dass die Vorhersagbarkeit reduziert wird, dass die Lieferfähigkeit reduziert wird und in diesem konkreten Beispiel natürlich auch der Druck auf das Management, weil der hatte ja schon versprochen, wir machen jetzt agil und dann wird alles cool und das ist deshalb günstiger, mache ich oder? Mehr und schneller. Schneller, und günstiger, sicherer, wir lernen mehr unterwegs. Ne? Gibt es auch im Safe so diese Ergebnisse, ja? Also du wirst natürlich 50% produktiver, 70% dieses, 40. Und dann kommt der Vorstand um die Ecke gewogen. So, Adelina, du bist doch hier der Safe-Consultant. Das haben wir nach einem Jahr, oder? Alles. Denke ich mir, was will er denn? Ich weiß gar nicht, wo man steht, ja? Was hat man eigentlich zu tun? Vielleicht ist man da 10 Jahre beschäftigt und vielleicht kriegt man diese Ergebnisse nie hin.
Ja. Genau. Und folglich war der Druck auf meinen Chef auch entsprechend hoch. Und das fließt dann unmittelbar ein bis auf die unterste Ebene. So, der Druck in den Teams war natürlich auch hoch. Wir haben versucht, den Druck da relativ weit rauszuhalten. Aber auch die Konflikte im Management waren relativ hoch. Das ist das, was der Felix gerade schon gezeigt hat. Das heißt, im PI-Planning gibt es immer so einen Slot, Management-Entscheidungen, die getan werden müssen, um Abhängigkeiten aufzulösen oder Kapazitätsengpässe zu bearbeiten oder so. Dieser Management-Slot hat Stunden gedauert, bis tief in die Nacht, kommen wir gleich nochmal dazu, weil die Konflikte eben nicht aufgelöst waren auch vorher, ne? Und damit war der Druck auf der agilen Transformation insgesamt auch massiv hoch, was dann einfach auch auf das Vorhaben insgesamt gewirkt hat. Das muss man alles so nicht tun, aber es braucht eben Erkenntnis. Ich war da ja mittendrin. Ich hatte auch nicht die Erkenntnis, was machen wir jetzt gerade noch falsch, außer am Ende. Ne? Ich brauchte auch eine gewisse Zeit an Lernerfahrung, um zu verstehen, wie müssten wir eigentlich Scope anders schneiden über diese Projekte hinweg, damit wir wirklich auch in größeren Vorhaben inkrementell lieferfähig wären. Und damit den Druck da aus dem Management auch wunderbar rausbekämen, weil die nämlich nicht mehr Cashflow messen müssten, sondern eigentlich Ergebnisse sehen könnten und die Ergebnisse in Relation zu den Wirkungen stellen könnte. Aber wenn ich vor lauter Abhängigkeiten nicht liefern kann, dann kann ich auch keine Ergebnisse zeigen. So, und dann bleibe ich bei dem alten Verhalten. Und dann fällt die ganze Organisation ruckzuck zurück, weil eben diese Verbesserungen eben nicht sichtbar sind. Ja, was waren die Erkenntnisse um diese Abhängigkeit? Ja, und was waren die Erkenntnisse? Also was musste man tun, um diese Abhängigkeit zu reduzieren? So, da müssen wir jetzt gerade ein bisschen aufpassen auf die Zeit. Das kann man ganz schnell ganz viel Zeit drin verbrauchen. Ich meine, ein ganz wesentlicher Faktor ist auf der Portfolio-Management-Ebene wirklich lernen, Scope schon auch da zu zerschneiden, auch dahin Inkremente auch hinsichtlich ihrer Wirkung auch zu bewerten, Hypothesen zu validieren, Dinge auszuprobieren und das dann iterativ immer weiter fortschreiben. Wir haben da Pattern zu. Wir sind da gerade sehr stark am Arbeiten, weil wir nämlich genau sehen, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für skalierte, agile Arbeitsweisen. SAFe hat da auch ein Training dazu und wir haben jetzt gerade es gibt eine interne Arbeitsgruppe bei uns, Kigon, das wirklich besser auszuformulieren, dass das besser gehen kann. Aber jetzt hier für die konkrete Situation, erster Punkt, mach's mal transparent, weil man drückt sich davor. Zweiter Punkt, du kriegst nicht alles, was du willst. Und dann kannst du Dinge raussortieren, um die Abhängigkeiten, also erstmal, die da sind, zu reduzieren. Und dritter Punkt, und der zieht sich über eine lange Zeit, kill diese Abhängigkeiten auf der technischen Ebene und bilde Menschen aus. Aber das kannst du natürlich nicht von heute auf morgen machen. Deswegen erstmal machst du transparent, dann gesteh dir ein, dass du nicht alles kriegst und gesteh dir ein, dass du da noch viel zu tun hast auf der technischen, auf der organisatorischen Ebene. Aber immer in Inkrementen denken, immer mehr in Inkrementen denken, hilft einfach sehr. So, und was die eierlegende Wollmilchsau ist eigentlich nur diese Conclusio, dass es eben, um gute Pattern zu installieren, um Strukturen, um Praktiken zu installieren, braucht es eigentlich Erkenntnis. Und das ist ein Problem. Wir fangen Dinge neu an in der Agilität, sind Beginner, also ich war da genauso mitten Beginner, mittendrin ein Anfänger, und aber eigentlich bräuchte es die Erkenntnis, um es richtig zu machen, um dann überhaupt genug Akzeptanz auch von dem Management in größeren Konzernen vor allen Dingen zu finden, damit es belastbar wird. So. Und Felix erzählt ein bisschen mehr nochmal darüber, was man da auch noch mit tun kann. Ja, mal gucken. Also, das waren jetzt einfach mal ein paar Geschichten, ein paar Findings, die wir so erlebt haben. Die erleben wir auch immer wieder. Es ist jetzt nicht einmal und sagt, ah ja, das war ganz besonders schlimm, da wo die Veronika. Sondern das erleben wir eigentlich immer. Ja? Nämlich das sind die Dinge, die dann wehtun und dann fängt man an, darüber nachzudenken. Jetzt gucken wir uns, schauen mal, was kann man denn da tun? Was sind Ansatzpunkte? Da gibt es natürlich jede Menge. Da haben wir uns nur ein paar jetzt rausgegriffen und die untermauern wir auch nochmal mit ein paar weiteren Geschichten. So, das Erste ist ja, okay, ich habe da den Turm von Babel, keiner versteht sich, also einigt man sich auf eine Sprache und dann so ein Framework hier. Das ist ja ein gutes Referenzsystem. Also selbst wenn du es nicht benutzt, kannst du sagen, ja, im Safe gibt es doch diese
dieses wir wollen das ja anders machen, also im Vergleich. Das hilft, also selbst in der Abgrenzung kann sowas helfen. Das Problem mit den Frameworks ist das hier. Ja? So, keine Fotos. Halt. Scheiße. So, wir gehen jetzt hier nochmal kurz durch. Zack. So, das hier, das dann im Prinzip gesagt, das Framework und wir müssen uns dran, im Framework steht doch, das PI-Planning ist 2 Tage und hat genau diese Punkte, die da, also diese Agenda-Punkte. Das ist super, ja. Da hat sich ja jemand was bei gedacht, aber vielleicht ist der eigene Kontext anders. Da kannst du es in einem Tag machen oder du brauchst 3 Tage oder du machst es irgendwie in einem offeneren Format, wie auch immer. Da kannst du experimentieren, aber du kannst es halt sozusagen in Abgrenzung auch zu einer Definition geben. Oder hier, wie sieht denn so ein Nexus-Team aus? Oder hier das Executive das EAT-Team, Executive, A-Team. Verdammt, ich weiß es nicht. So, wichtig ist Lean Agile Mindset. Also wenn ihr da im Prinzip Erfahrung habt und eine richtige Haltung, dann würde ich euch empfehlen, beschäftigt euch mit allen diesen Frameworks, weil in jedem Framework stecken ja gute Erkenntnisse, gute Muster drin, gute Ideen drin, Ideen auf der Portfolio-Ebene, Ideen auf Engineering, Ideen und so weiter und so fort. Da kann man sehr, sehr viel lernen. Ich zum Beispiel, ich liebe die ersten 2 Bücher von Craig Lahman und Buzz Worte. Ja, das letzte mag ich nicht so, weil er da ein bisschen zu aggressiv schreibt. Aber da steckt halt sehr viel Wissen drin. Ja? Und das auch ist immer ein guter Startpunkt, um irgendwo loszulegen, um nicht selbst die grüne Wiese immer wieder neu bestellen zu müssen, sondern ein paar Punkte zu haben, an denen man sich schon mal festhalten kann und die man schon mal nutzen kann, um nicht nur frei zu experimentieren. Genau. Also Jugend forscht auszuschließen sozusagen. Ja. Und ein Anti-Pattern ist, dass ihr nach 2 Jahren Einführung von Safe oder Less sagt, jetzt mache ich es so, wie es beschrieben ist. Na, dann lieber so auf dem Schullevel, macht es so, wie es beschrieben ist, merkt, dass es nicht so richtig passt und macht dann hier experimentieren, anpassen und verbessern. Nach 2 Jahren solltet ihr woanders sein und nicht beim Standard-Framework. Also wenn wir irgendwo hingehen und sagen, oh, da ist ja safe und dann gibt es dann so diese Standard-Kanban-Konfiguration und dann wird mir genau diese Standard-Konfiguration gezeigt, da weiß ich doch schon, dass da irgendwie das mit dem Anpassen und dem Lernen nicht wirklich gelebt wird. Ja? So, jetzt gucken wir uns ein paar wichtige Elemente an. Alignment, das große Ganze betrachten. Das hier ganz spannend, ja, warum gibt es mich? Wie liefere ich überhaupt Wert? Ja, das Lernen zu verankern in der Organisation und sowas wie Leadership. Da gab es ja jede Menge Vorträge. Da gibt es auch noch weitere Vorträge, die sich rund um dieses Thema Leadership kümmern. Das ist für uns ein ganz entscheidendes Element. Eine große Herausforderung, weil es eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen anderes Verhalten und anderes Denken und anderes Wirken braucht. Das ist wirklich intellektuell und hinsichtlich Kreativität ein super Feld eigentlich. So, fangen wir an mit Wert. Was ist eigentlich wert? Warum gibt es denn meine Organisation überhaupt? Warum gibt es denn uns? Was machen wir denn? Was für Probleme lösen wir? Welche Probleme lösen wir für unsere Kunden? Und warum wird das als werthaltig betrachtet? Also kann man hier auch so mit dem Golden Circle spielen und mal das mal reflektieren. Wichtig ist, wir brauchen eine Idee, warum es uns gibt und wie wir Wert schaffen. Und die zweite Frage ist dann, kann man auch hier herleiten, ist dann ja, wie schaffen wir denn den Wert? Und jetzt im Safe gibt es halt so dieses Konzept von dem Value Stream, das hat ja auch an Popularität gewonnen. Schön, einfach, sequenziell. Erst passiert das, dann das, dann das, dann das, dann das. Und dann der letzte Schritt und dann haben wir Wert geschaffen. Schön. Haben uns total beruhigt, ja, in der VUCA-Welt irgendwie einfache Sachen. Wir arbeiten da gerne auch auf diesem sehr stark vereinfachten, auf dieser stark vereinfachten Ebene, um einfach überhaupt mal diese Schritte und die Beteiligten zu identifizieren. Aber letztendlich, man kommt halt nicht darum, da wirklich den Deckel aufzumachen, reinzugucken. Das ist jetzt auch noch eine relativ einfache Darstellung. Ihr werdet auf Value Stream Netzwerke mit irgendwelchen Rückflüssen und so weiter stoßen. Und dann wird es natürlich spannend. Ne? Das muss man machen. Wenn man das nicht gemacht hat, warum gibt es uns, wie schaffen wir Wert und wer ist denn da wie beteiligt,
dann weiß ich nicht, auf was man optimiert. Ja? Sondern dann heißt immer, das Team ist doch da, das Agile, das Scrum-Team und der Product Owner weiß schon, was wichtig ist. Ja, woher denn, ja, wenn er da einer von 50 Product Ownern ist, die an dem Product Team soll auch selbst entscheiden können, was sie tun, wie sie es tun wollen. Dafür braucht es Alignment und dafür braucht es immer das Wie. Ne, ich brauche irgendwo den Sog, der ordnet, der die Entscheidungen ordnet, der das zusammenführt. So, und dann in der skalierten Umgebung, das ist etwas, wo gerade auch so ein bisschen erfahrenere, agile Teams schlucken anfangen. Ja? Da geht es ja nicht mehr darum, das agile Team besser zu machen. Also das macht man immer noch. Aber das große Ziel ist, die Organisation besser zu machen. Und sich so auf ein Team zu konzentrieren und nur auf das Team, kann sehr schnell zu lokaler Optimierung führen und dazu sorgen. Also es kommt dann dazu, dass wir das globale Optimum nicht erreichen, sondern eher in Summe wieder runtergehen. Ja, wenn wir alles zum Beispiel auf ein Entwicklungsteam optimieren, hier, es gibt ein sehr schönes Video oder Vortrag von Klaus Leopold, da habe ich das rausgeklaut, ja, sagt er, wenn ihr solche Dinge irgendwie bei den Teams vorfindet und die sagen, ja, wir können ja liefern ohne Ende, wir sind immer schneller, immer mehr Stories, dann ist das natürlich eine sehr begrenzte Sicht. Wir müssen immer hier verstehen, wie ist denn unsere gesamte Wertschöpfung? Und wenn man dann mit Kanban-Boards arbeitet, müssen wir das auch abbilden und es geht darum, hier die Themen so schnell wie möglich durchzubringen. Und davor natürlich zu wissen, was sind denn jetzt eigentlich die wertvollen Themen? Ja, da hilft es nicht, irgendwie zu sagen, ja, unsere Entwicklungsteams, und das sind die Aufträge, die wir manchmal kriegen. Ja, unsere Entwicklung kommt nicht in die, also wir sind so langsam, die Entwicklung muss schneller werden. Wenn man dann reinguckt, dann, wie er es hier auch gemacht hat, dann hängen hier die Dinge rum und da hinten hängen die Dinge rum, da macht es gar keinen Sinn, die Entwicklung schneller zu machen. Ihr müsst die Leute zusammenbringen, ihr müsst vielleicht diese Schritte optimieren, ja, cross-functional, was geht und was geht nicht. Und da müsst ihr euren Kontext verstehen, weil manche Dinge darf man nicht und so weiter und so fort. Und dann muss man auch noch auf mehreren Flight-Levels denken, damit man die Sachen in Bewegung kriegt. Auch Klaus Leopold. Ja, aber der Punkt ist halt, es ist nicht unüblich, dass wir eine Konstellation vorfinden. Da gibt es dann ein, zwei wirklich erfahrene, agile Teams. Und denen muss man sagen, so jetzt nochmal einen Schritt zurück, gebt ein bisschen Autonomie ab, weil wir das irgendwie genereller gestalten müssen, damit die anderen Teams besser mit euch interagieren können oder in dem Gesamtsystem das besser funktioniert. Und das fühlt sich manchmal schlecht an. Und dafür muss man erstmal sensibilisieren, dass wir jetzt halt eben nicht mehr auf der Teamebene, sondern auf der Ebene der Team of Teams oder der Organisation optimieren. So, wenn ich jetzt über Wert rede, dann spielt natürlich sowas wie Alignment und Transparenz eine große, große Rolle. Und da muss man natürlich erstmal sagen, ja, was will ich denn als Organisation? Ja, warum gibt es uns? So, da wollen wir hin. Dann wäre mal eine ganz spannende Frage, an was arbeiten wir denn heute? Aha, wie sollen wir denn da hinkommen? Und was auch noch eine ganz spannende Frage ist, ja, wer ist denn daran beteiligt? Ah, es wäre doch gut, wenn jetzt die Teams, vielleicht gibt es ja noch mehr Teams, die da irgendwie in der Organisation existieren, aber diese Teams brauche ich, um da hinzukommen, ne, da, dann muss ich die Teams auch auf dieses Thema einschwören. Das ist natürlich, da ist wieder so ein Abwägen, ist es da irgendwie von oben nach unten? Das ist nicht von oben nach unten, sondern wir haben gemeinsam gesehen, dass wir da als Organisation hinwollen. Wenn wir sehen, da wollen wir als Organisation hin, ja, dann sollten wir auch uns an diesem Weg oder uns auf diesen Weg begeben. Ja, und da sind wir bei diesen Abhängigkeiten, Dinge rausnehmen und so weiter und so fort. So, wenn wir das nicht machen, dann passiert das, was die Veronika gesagt hat. Das ist die Standardagenda von dem PI-Planning. Tralala, tralala. Machst du hier irgendwie, was wollen wir denn tun? Dann wird hier ein bisschen geplant und dann gibt es die Vorstellung der Planung und dann gibt es hier Management Review und Problem Solving. Also das, wo man sagt, okay, da gibt es vielleicht offene Fragestellungen, soll man nach links, soll man nach rechts, sodass dann zentral mit allen gemeinsam, allen Entscheidern entschieden wird, rechtsrum oder linksrum. Und wenn wir da kein Alignment haben, wo wir eigentlich hinwollen und auch keine Ahnung haben, ja, wie sieht denn unsere Transparenz aus, dann passiert wirklich das. Ja, ich sitze da bis nach Mitternacht. Und der Punkt ist, gerade bei den ersten zwei PI-Plannings lasse ich die Leute nicht nach Hause gehen, also die Entscheider. Ja.
Naja, aber die Entscheider, die sind ja total, die sind ja Halbgötter, die dürfen leidende das. Leitende Angestellte, ja, ja. Das ist übrigens ein relevanter Einwand. Da muss man sich vor so einem PI-Planning richtig Gedanken machen. Deswegen gibt es ja hier auch die normalen Angestellten machen ja Social Event, Bier und so weiter. Ne? Genau, aber die Entscheider, die müssen halt entscheiden und wenn die es schlecht vorbereitet haben, so, ich muss schneller werden. Danke. Jetzt, dann dreht sich noch sehr viel um das Thema Lernen. Wie verankere ich Lernen in der Organisation? Lernen kann man auf allen Ebenen, lernen über das Produkt, lernen aber auch, wie ich mich organisiere. Ja, und wenn ich dann, es gibt ja Kritik am Safe, dass da alles beschrieben ist, aber ehrlich gesagt, wenn ich auf Safe gucke, sehe ich sowas. Ja, da gibt es dann irgend so ein Big Picture und ich lerne hier, ich lerne da, ich lerne dort, ich lerne hier, da, überall. Ja, ich sehe dieses Potenzial und das wird aber in vielen Implementierungen nicht realisiert. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem. Wir haben an vielen, vielen, vielen Stellen, eigentlich ist das ganze Ding ein riesiger Feedback-Loop. Ja. Aber wenn wir dem nicht zuhören, wenn wir nicht Experimente fahren, wenn wir das ausblenden und sagen, hier haben wir Work-Breakdown-Structure, bitte abarbeiten. Du hast 5 Stories nicht geliefert zum Rapport. Also wird nicht gelernt, sondern es wird zurechtgewiesen. Da fehlen ja 5 Stories. Dann lassen wir das liegen. Oder ja. Schon allein, wenn wir da große Projekte reinkippen und nicht Inkremente draus machen, ne? Dann ist sofort vorbei. So, wenn wir gelernt haben, was nicht funktioniert hat, was wir ändern sollten, dann sollten wir es auch ändern, ja? Weil sonst die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und zu hoffen, dass sich was ändert. Ja, dann sagen wir, oh, wir müssen was ändern. Und was gibt es dann als Reaktion? Das wird der Lenkungskreis nie akzeptieren. Also lieber im Wahnsinn verharren. Das muss aber gemacht werden. Also es sind dann die Sachen, ja, mit dem Kopf auf den Tisch. Oder das geht hier nicht. Oder beliebt ist auch, das geht hier nicht. Oder das machen wir doch eh schon. Beliebig austauschbar. Ja. Sondern dann zu sagen, das haben wir gelernt, wir müssen da was tun. So, und wer ist jetzt verantwortlich für die Veränderung? Jetzt kommen wir hier zu dem Thema von der Tools for Agile Teams. Es ist hier letztendlich das Leadership. Also hier gibt es sehr viel zu tun, ja. Verstehen, wie schaffen wir Wert, hat der Jürgen Appelo einiges zugesagt. Dann, wie organisiere ich, findet ihr in den Frameworks viele an. Also da sind 3 Millionen Coaches unterwegs, die haben sehr viele tolle Ideen. Aber das alles fällt in sich zusammen, wenn wir das nicht mit einem soliden Fundament versorgen, ein modernes Führungsverständnis. Und dann gibt es hier nicht nur die Führung qua Linie, sondern auch die situative Führung. Also aus einer Situation, die Menschen, dass sie aktiv in die Führungsrolle reingehen, auch wenn sie nicht irgendwie disziplinarische Führungskraft sind. Ja? Das ist auch wieder bei Mindset. Das muss man realisieren, weil sonst hast du alles ganz tolle Sachen, aber das ganze House of Lean ist weg. Genau. Und was die ja gewohnt sind oder was wir alle gewohnt sind, dass an Führung stattfindet, das sind dann irgendwie Führungskräfte, die Vorgesetzte, die an Lenkungskreisen teilnehmen. Das ist nicht mehr das, was hier stattfinden muss. Hier muss wirklich Auseinandersetzung auch mit dem Scope stattfinden. Wie kriege ich das kleingeschnitten? Das war das Thema mit dem Portfolio-Management. Und auch, wie kriege ich die Menschen eigentlich mehr in diesem Mindset enabled, dass wir Dinge ausprobieren? Weil ein ganz großer Faktor, den wir schnell mal in so ganz großen agilen Installationen nicht realisieren, ist die Verschwendung im Produkt zu vermeiden. Diese ganzen angedachten goldenen Wasserhähne, die müssen wir ja auch rausholen und dann werden wir schneller. Aber dafür muss ich mich ganz intensiv mit Scope auseinandersetzen, mit intelligenten Lösungen, mit intelligenten Inkrementen auseinandersetzen. Das ist nicht ohne, was da geleistet werden muss. Und es ist viel Arbeit. Es ist nicht mehr, ich setze mich in den Lenkungskreis und entscheide. Es ist viel Arbeit. Danke, Veronika. Jetzt habe ich noch 1 Minute. Oh. Ich so, bin schuld. Aber jetzt, ja genau, wir haben ja schon mal den Schuldigen. Jetzt gibt es nur ein paar Impulse. Die Impulse nehmt ihr einfach auf und dann denkt ihr die nächsten 2, 3 Wochen drüber nach. Oder kommt nach vorne an unseren Stand und redet mit uns. Ja, genau. Also, so, erste Frage ist ja, wer soll denn hier irgendwie die Veränderungen vorantreiben? Da gibt es ein paar Konzepte im Safe. Ähnliche Konzepte gibt es in anderen Modellen auch. Die Frage ist, wer ist ein Guiding Coalition und was ist denn eine Guiding Coalition? Da wird gern, gibt es sowas überhaupt? Also Menschen, die Einfluss haben, auch also auf der Management-Ebene diese Veränderung zu verargumentieren, ja,
Oder ist es nur, wir führen agil ein oder scaled agile, irgendwie in einer Vorstandssitzung auf einer Folie abgenickt und dann laufen alle wie die wirren Hühner durch die Gegend, oh, wir müssen agil einführen oder safe oder less oder whatever. Ja? Zweite Frage ist, gibt es sowas wie ein Lean Agile Center of Excellence oder ist es ein Hobby von irgendwelchen Leuten? 10% hier, 20% da, darf auch mal ein bisschen mitspielen oder wird das ernsthaft betrieben? Ja? Zu oft irgendwie nicht wirklich realisiert. Dann, okay, ich habe ja die Kompetenz nicht, was mache ich? Söldner. Ich kaufe 10 Felixe und 20 Veronikas ein. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Und die sollen dann die Sache rocken. Also diese Idee, von außen in Masse Expertise reinzubringen, damit dann diese Organisation transformiert wird, das funktioniert nicht. Also natürlich müsst ihr von außen Kompetenz reinholen. Ja? Aber es geht darum, die internen Experten dahin zu entwickeln, dass die als Multiplikatoren dienen können. Ja, und das funktioniert nur, wenn ihr den Raum fürs Lernen schafft. Also wenn ihr zum Beispiel Cops habt, Cops mit Budget ausstattet, ja, dass die auch mal andere Standorte einladen können und so weiter und so fort. Und es geht nicht darum, irgendwie 30 Agile-Berater einzuladen. Und da sind wir letztendlich beim Leadership, ja, also bei der Führung. Ja? Leadership muss es verstehen. Und dann geht es nicht darum, let's do Agile, was ist das für ein Unsinn, sondern diese Dinge, also die Slides, die kriegt ihr ja dann auch, ja, dass man sich dann Gedanken macht, investieren wir überhaupt genügend Zeit? Die Frage ist, haben wir eine Leadership, eine Führungskrise? Also wir sind jetzt gerade in der Zeit des Umbruchs. Ja. Ja. Und unsere These ist, die Unternehmen, die so diese Führung nicht neu gedacht bekommen, die werden Probleme haben in der Zukunft, wie auch immer. Ja. So, Punkt ist aber auch, sich dumm zu stellen, macht uns nicht agiler auf allen Ebenen. Also das Scrum-Team, das sagt, eigentlich möchte ich nur eine Sprint-Planung machen, weil es ändert sich eh alles, das macht sich zu einfach. Genauso wie die Führung, die sagt, naja, das Agile ist doch nur eine Entwicklungsmethodik, da sollen sie sich halt mal in der Entwicklungsabteilung mit beschäftigen. Ja? Nein? Also ich muss meinen Kontext verstehen und dann an der Verbesserung arbeiten und dann sind wir endlich agil da. Na? Tolles Stichwort zum Schluss. Das ist der Schluss. Das ist der Schluss. Also, get ready for the action. Jetzt du. Genau. Also wir müssen uns alle bereit sein, die Finger schmutzig zu machen, ne? Die Ärmel hochzukrempeln und da einzusteigen und nicht an einem schönen, reinen Framework zu hängen, sondern mit einzusteigen, die Finger dreckig zu machen, verletzlich zu sein, auszuprobieren. Verletzlich sein heißt auch, ich weiß es noch nicht, wie es genau geht. Wir probieren das jetzt aus. Da braucht es viel Mut für. Deshalb auch Führung als wichtiges Thema. Jetzt sind wir durch. So, herzlichen Dank. Vielen Dank euch beiden.